Vielen Dank, Frau Schamper. Vielen Dank für auch das spannende Referat, die Einführung. Es freut mich jetzt quasi mit dieser zweiten Phase des Open Hearing von Parliamentary fortzusetzen. Mein Name ist Walter Schürmer, ich bin Geschäftsleiter dieser Parliamentary Gruppe und werde nun moderierend hier einwirken. Wir haben sehr spannende Referentinnen und Referenten gewinnen können. Wir haben einerseits ganz links oder rechts von mir in dem Sinne ist Lorenz Haas, Geschäftsführer von IFPI Schweiz. Er ist selber Rechtsanwalt, Jurist und entsprechend hat er auch da dieses Know-how für diese gesetzliche Vorlage zu diskutieren. Genau gleich bei Anna Leder, Daniel Völli von Swissimage. Wir haben hier die Präsidentin, sie ist selber auch Juristin, hat eine eigene Kanzlei und ist in dem Sinne vertritt hier die Interessen der verschiedenen Verwertungsgesellschaften der audiovisuellen Werke. Zu meiner Linken, Ihrer Rechten, haben wir Andreas von Gunten. Er ist selber Digitalunternehmer, digitalpolitischer Aktivist. Er hat verschiedene Sachen sich auch beschäftigt mit der ganzen Urheberrechtsreform, war selber auch in der Kommission, die dieses Gesetz vorbereitet hat und kennt sich deshalb sehr gut aus. Wir hatten selber schon mal vor etwa 5 Jahren einen Anlass bei Parliamentary zu diesem Thema. Auch damals schon waren einige von Ihnen anwesend. Von dem her ist es super, dass du da bist. Und ganz am Rande ist dann noch der Dimitrov. Er kommt extra aus Brüssel zu uns. Er ist sozusagen der Wikimedia-Lobbyist in Brüssel. Er ist dort, arbeitet dort für die Wikimedia Foundation, also die Trägerschaft von Wikipedia und weiteren Angeboten von der Wikimedia Foundation. Und auch in der EU ist ja das ganze Urheberrecht wird revidiert und hat da auch sich sehr stark mit diesem Thema beschäftigt und wird deshalb auch aus der EU-Perspektive noch reinbringen können. Gut, von dem her, das sind die spannenden Referentinnen und Referenten an diesem Panel. Von unserer Seite, von Parliamentary, wir waren eine der 1200 Vernehmlassungsantworten, die Sie gekriegt haben. Auch wir haben uns in dem Sinne mit dem Thema befasst, wir haben schon damals gewisse Punkte vorgeschlagen, wie man es ändern könnte. Nicht alles wurde davon berücksichtigt. Das Zweite, was wir selber mit dem Urheberrecht konfrontiert sind, ist eine Abmahnung. Wir wurden abgemahnt wegen einem Bild, das wir gebraucht haben, für die Urheberrechtsrevision quasi etwas sichtbarer zu machen. Haben Sie selber das erlebt, so eine Abmahnung aus Deutschland, ein dickes Paket Papier gekriegt. Es war ein Creative Commons Bild, aber dennoch eben gibt es irgendwelche juristische Kniffelzüge, wie man Geld kriegen kann für solchen Lichtbildschutz. Und das ist von dem her durchaus auch ein Thema, das uns selbst beschäftigt, also in der Situation. Aber auf jeden Fall ist natürlich eben die ganze Digitalisierung, Sie haben es aufgezeigt, hat sehr viele Chancen, gewisse Risiken oder Probleme, die da kommen auch. Und deshalb sehe ich auch von der Perspektive der digitalen Nachhaltigkeit ist wichtig, an dieser Diskussion teilzunehmen. In der Vorbereitung haben wir festgestellt, es gibt sehr viele Themen, die in diesem Gesetz drin sind oder eben nicht drin sind. Es gibt aber auch sehr viele Organisationen, Verbände, Dachverbände, Firmen, Interessen. Also es ist wirklich ein riesen Umfeld. Also ich habe wirklich meine liebe Mühe, mich da vorzubereiten. Wir haben eine Auswahl getroffen von Themen. Das sind so ziemlich die, die es heute auch in der Einführung gehört haben. Wir werden quasi jetzt das mal nehmen. Ich habe einige Fragen vorbereitet. Es gibt ein Statement von allen Anwesenden. Und nachher haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder auch Statements abzugeben von Ihrer Seite. Dabei einfach wichtig, drücken Sie den Knopf, um das Mikrofon anzuschalten, damit Sie dort auch gehört und aufgezeichnet werden. Gut, dann mit dem würde ich starten, in dem Sinn, dass wir diese Diskussion eröffnen. Wir starten, wie gesagt, mit kurzen Statements, dass Sie ein, zwei Minuten sagen können, was ist Ihre Position. Was finden Sie gut an der aktuellen Entwurf? Was fehlt aus Ihrer Perspektive? Ja, Sie dürfen gehen. Ja, danke, Herr Stürmer. Vielleicht noch eine Anmerkung zu, was ist ein IFPI? Das ist mein Verband, die Geschäftsführerin.
Das ist der Verband der Schweizer Musiklabels. Wir haben 37 Mitglieder von Einmannbetrieben bis zum größten Mitglied, die Universal Music, also die Schweizer Niederlassung des globalen Konzerns Universal Music. Ja, ich möchte gerne drei Sachen antippen. Das erste ist, dass diese Vorlage im Wesentlichen einen den Kompromiss der Handlung 12 abbildet. Und ich kann das Wort Kompromiss hier gar nicht genug unterstreichen. Also wir haben über 6 Jahre hinweg, 5 Jahre hinweg, sehr viel diskutiert in 2 verschiedenen Abendrunden. Und es wurde sehr viel ausgetauscht, sehr viel verworfen, Neues vorgenommen. Und am Schluss ist diese Vorlage herausgekommen. Und wie das jetzt eben so ist, also wenn wir starten hier schon mit einem Kompromiss und wenn man jetzt noch anfängt, irgendwo daran herumzuzerren, dann dürfte es eben schwierig werden, diese Akzeptanz, die das jetzt am Schluss gefunden hat und diese allgemeine Unzufriedenheit, ja, die würde diese Akzeptanz wohl verloren gehen und es würde dann nicht zu einer URB-Reform kommen. Den zweiten Punkt, den ich anfügen will, ist, ja, ich habe gerade gesagt, Kompromiss der Art nur. Das ist nicht das Gleiche wie die Vorlage. Es gibt einen kleinen Unterschied, nämlich das betrifft den Video-on-Demand-Vergütungsanspruch. Sie haben verstanden von Frau Schammer, das soll Schauspielern und audiovisuellen Urhebern eine Vergütung schaffen. Der Grund dort ist, dass keine vertraglichen Vergütungen für Schweizer, zumindest in der Schweiz, existieren in diesem Bereich. Darum sollte da ein Vergütungsanspruch eingeführt werden. Nun ist es aber so, dass die AGUA ausdrücklich vorgesehen hat, Musikrechte hiervon auszunehmen, insbesondere Musikvideos, sind ja auch audiovisuelle Werke, aber in der Musikwelt bestehen eben solche vertraglichen Vergütungen. Und die Bundesverwaltung hat dann leider wohl in Unkenntnis der Zusammenhänge diese Ausnahme gestrichen und ist somit eigentlich schon als erste Instanz vom Kompromiss abgewichen. Und die Musikbranche der Schweiz, also die SWISA, Verwertungsgesellschaft, die Musikschaffenden, die Schweizerische Interpretengenossenschaft und wir Musikproduzenten, wir sind einstimmig der Meinung, dass diese Ausnahme unbedingt wieder hinzugefügt werden soll. Die Ausnahme nämlich, dass Musikrechte nicht unter diesen Vergütungsanspruch fallen dürfen. Das wäre wirklich da gäbe es in unserer Branche nur Verlierer. Der dritte Punkt, den ich noch antippen möchte, wenn es erlaubt, dann bin ich fertig, ist nochmal im Gesamtzusammenhang zu sehen, was jetzt diese Pirateriemaßnahmen betrifft. Ausgangspunkt ist die letzte URG-Revision, das war 2007, und dort wurde gesetzlich zementiert, dass eben der Download im Internet von urheberrechtlich geschützten Werken auch aus erkennbar widerrechtlicher Quelle immer legal sein soll. Also das ist eine sehr radikale Entscheidung, weil es klar ist, wenn jemand sieht, ja, das ist eine illegale Quelle, ganz offensichtlich, Pirate Bay, das ist wohl überall, dass das illegal ist, dort werden dann die Urheber geschädigt, dort werden die Produzenten geschädigt, bekommen alle keine Vergütung, ist mir egal, ich würde trotzdem den Download kaufen. Auch das ist legal, das ist okay, das wurde damals so entschieden, aber eine radikale Maßnahme braucht auch Ausgleich irgendwo. Dieser Ausgleich hat bisher nicht stattgefunden, dieser Ausgleich ist jetzt Gegenstand dieses Pakets hier. Und der Ausgleich, der soll gefunden werden durch 2 Maßnahmen, 2 Punkte. Das erste ist, eben die Täter sollen wieder ins Visier genommen werden können, nämlich die sich strafbar machen. Das ist die Datenbearbeitung, die Grundlage zur Datenbearbeitung, die Sie genannt haben. Und der zweite Punkt ist, sind die Intermediäre, also diese, wer eigentlich zwischen Täter und Konsument steht. Das sind einerseits inländische und andererseits ausländische Intermediäre. Inländische Intermediäre, Hosting-Provider, diese State-Down-Regelung für eine ganz kleine Anzahl von Hosting-Providern, die sie betreffen würde, betrifft eben nur solche, die ihr ganzes Geschäftsfeld auf die Urheberrechtsverletzung basieren. Die sollen State-to-State-Down verpflichtet werden. Das betrifft 99,9% der Schweizer Hosting-Provider nicht. Also es ist ein winziger Minderheit, die es betrifft, aber die großen Schaden anrichtet. Und dann das andere wäre gewesen, das haben wir in der Vergangenheit vorgeschlagen, es ist nicht ein Paket, das wäre eben ausländische
Quellen, ausländische Portale, die offensichtlich urheberrechtsverletzende Inhalte anbieten, die sollten in den Zugangssperren belegt werden, dass eben der Zugang zu diesen Seiten nicht ohne weiteres möglich ist. Auch im Sinne einer Aufklärung der Konsumenten, dass es gezeigt wird, dass das ein illegales Portal ist. Und das hat nicht Aufnahme gefunden in diesem Kompromiss und in dieses Paket. Gut, vielen Dank für Ihre Stellungnahme, Ihre Position. Das ist sehr interessant und wird sicher viel Anlass zur Diskussion geben. Ich gebe Frau Heller das Wort, auch Sie dürfen zwei, drei Minuten zu Englisch geben. Entschuldigung. Ich versuche mich kurz zu halten. Vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit bekomme, den Standpunkt der Rechtsinhaber zur aktuellen Vorlage zu vertreten. Ich tue dies als Präsidentin von Swissima, der Urheberrechtsgesellschaft für die Urheberrechte an anderen visuellen Werken, aber auch für die anderen Verwertungsgesellschaften aus den anderen Bereichen. Die Gesetzesvorlage, über welche wir heute diskutieren, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört und ich muss es wiederholen, ist eine Kompromissvorlage. Und die Vorlage, die gespiegelt, ich drücke es jetzt mal so aus, den kleinsten gemeinsamen Nenner im Rahmen des Runden Tisches gerade ins Bild gefunden. Das heißt aber, dass alle, und ich meine damit wirklich alle Interessenvertreter und Interessenvertreterinnen, haben substanzielle Abstriche machen müssen. Aber, und das ist zentral, alle haben etwas bekommen, das, was sie sehen, an welchen sind. Für die Audiovisionsbranche ist das der Vergütungsanspruch gegenüber den Video- und Demand-Plattformen. Das ist wirklich die wichtige Bestimmung, das ist das zentrale Anliegen für die Branche. Mit dieser Bestimmung soll der sogenannte Value-Gap geschlossen werden. Sie haben vielleicht von diesem Begriff schon gehört. Es geht darum, heute profitieren die großen Provider und Vermittler von der rasanten Ausbreitung auf dem Internet und mit dem damit verbundenen Geschäft. Und nicht diejenigen, die die Inhalte schaffen. An denen geht das vorbei. Diese Value Gap ist übrigens auch auf europäischer Ebene hochaktuell und wird diskutiert. Diese Lücke soll nun mit dieser Bestimmung in einem kleinen Bereich geschlossen werden. Es ist auch schon angetönt worden von Frau Jean-Martin, es ist bisher auf dem Verhandlungsweg gelungen, mit den meisten schweizerischen Anbietern Vereinbarungen zu treffen, damit die Rechtsinhaber für die VOD-Nutzung entschädigt. Ganz anders sieht das aber bei gewissen großen ausländischen Anbietern wie Netflix und YouTube aus. Die frontieren sich nur, ich sage es mal so, und sind einfach nicht bereit, für die VOD-Nutzung mehr zu zahlen. Die neue Bestimmung soll die Verhandlungen mit diesen marktmächtigen ausländischen Anbietern erleichtern und so dazu beitragen, dass der Value Gap in diesem Bereich etwas überbrückt wird. Damit wird aber diese neue Bestimmung zugleich, und ich finde das auch noch einen wichtigen Punkt, eine schlechte Stellung der Schweizer Anbieter unterbinden, die nämlich jetzt schon sagen. Zur Filmmusik brauche ich mich nicht zu äußern, das hat mein Vorredner getan. Wir unterstützen auch die vorgesehenen Maßnahmen selbstverständlich zur Piratenbekämpfung, das Stay-Down-Prinzip und die Möglichkeit, die Bearbeitung von Personen zu machen. Kurz zusammengefasst, die Verwertungsgesellschaften und Swissima stehen zum Kompromiss. Wir unterstützen die Vorlage als einen ersten Schritt für eine Modernisierung des Urheberrechts. Es war schwierig genug, sich auf diesen minimalen Konsens zu einigen. Wenn nun einzelne Bestimmungen aus diesem Kompromisspaket gestrichen werden oder neue Punkte hinzugefügt werden, dann ist zu befürchten, dass die anderen am Kompromiss Beteiligten mit ihren partikulären Interessen wiederkommen werden. Und damit wäre letztlich der ganze Kompromiss gefährdet und das wäre schade. Deshalb mein Aufruf, es macht hier wirklich Sinn, denn in langen, mühsamen Verhandlungen weiß gar nicht, dass der Kompromiss jetzt wirklich Sinn zutraut. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Heller, für Ihr Statement. In dem Sinn haben wir eigentlich schon fast den Job erledigt. Die Politik sollte sich nur noch abwenden. Gut, ja, dann schauen wir, was alle als Aussteller etwas sagen. Aber es kommt deine zwei Minuten. Ja, da wollte ich eben auch gleich ansetzen. Geschätzte Damen und Herren, ich bin ja vom digitalen Moment und der digitalen Gesellschaft. Uns geht es darum, dass man im Internet möglichst gut miteinander kommunizieren kann und dass man kreativ das Netz nutzen kann. Wenn man von diesem Kompromiss immer wieder hört, möchte ich einfach schon noch schnell die Frage stellen, wer macht denn hier eigentlich die Gesetze in unserem Land? Das ist das Parlament.
Und das Parlament soll mit dieser Übungsbitte auch an diesem Gesetz arbeiten können. Es kann nicht sein, dass wir einfach von einem Kompromiss sprechen, den man nicht mehr ansprechen darf. Also das ist jetzt eigentlich das Paket, da soll man niemand mehr was schrauben dran. Und es kann auch nicht sein, dass man dann aber trotzdem, wenn man Lorenz Haas heißt, dann noch ein paar Dinge reinbringen will, die man dann eben sagt, ja, die sind dann nicht im Kompromiss drin gewesen. Auf diese Art und Weise können wir nicht miteinander umgehen im politischen Prozess. Es ist klar, diese Vorlage hat viele gute Dinge, das ist richtig. Es gibt ein paar interessante Aspekte, wie die meisten Werke, die Kollektivlizenz, die vorgesehen ist. Aber an dieser Vorlage gibt es doch noch einiges zu tun. Zum Beispiel haben wir das Problem, dass der Lichtbildschutz, der hier jetzt als Kompromisslösung angeführt wird, erstens mal ganz kurz am Schluss auch noch reingeschmuggelt wurde. Das war nie eine Diskussionsbasis während dieser ganzen Abo-Jahre, wo man miteinander diskutiert hat. Plötzlich ist dieser Lichtbildschutz aufgetaucht und so wie er jetzt heute im Gesetz steht, ist er einfach nicht brauchbar. Das ist ein Artikel, der die Schöpfungshöhe im Urheberrecht abschafft. Das muss man sich klar sein, wenn man diesen Lichtbildschutz so drin lässt und nicht korrigiert bzw. am besten streicht, dann schaffen wir das Grundelement im Urheberrecht, nämlich die Schöpfungshöhe, ab. Es gibt weitere Probleme, wie bei dieser Stay-Down-Geschichte, wo ich einfach mittlerweile sagen muss, sorry, es gibt kein Piraterieproblem mehr. Schauen Sie mal, wie sich die Umsätze der Verbände und bzw. der Firmen, die im Verband von Herrn Haas vertreten sind, wie diese Umsätze weltweit explodieren. Schauen Sie mal, wie die Umsätze von den Videoanbietern explodieren. Es gibt kein Piraterieproblem. Diese paar wenigen Leute, die irgendwo was downloaden, die es überhaupt nicht gibt, die sind absolut irrelevant. Darum sind diese Maßnahmen, die man vielleicht vor 7 Jahren, als die da zumindest mal zusammengesessen sind, noch wichtig waren, könnten vielleicht mal was bedeutet haben. Heute sind die nicht mehr nötig und sie schaden unter Umständen sehr viel mehr bei Kollateralschäden, vor allem beim Stay-Down, wo es darum gehen kann, dass man dann am Schluss eben Blockierungen aufsetzt durch automatische Upload-Filter, die dann eben Dinge sperren, die eigentlich nicht gesperrt werden sollten. Ich könnte noch viel sagen, ich mache nicht mehr lange. Ein wichtiger Punkt ist noch die Verlängerung der Schutzrechte, ist auch ein wichtiger Punkt, den wir uns gut überlegen müssen im Parlament, bitte sehr. Es geht darum, dass wir die Schutzrechte unnötigerweise von 50 auf 70 Jahre verlängern. Das ist nicht nötig. Es gibt keinen Grund, das irgendwie mit der EU anzugleichen. Es ist ganz einfach so, dass dadurch 20 Jahre Kulturschaffen zusätzlich wieder weggesperrt werden. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass wir aufgrund der Berner Konvention und anderen Übertragungen eigentlich nicht mal 70 Jahre nach dem Tod haben müssen, die beim normalen Urheberrecht gelten. 50 Jahre würden genügen. Wir sind hier schon über das Ziel hinausgeschossen. Es ist nicht nötig, hier noch weitere Public-Domain-Inhalte wieder zurück in den Privatbesitz zu bringen. Der letzte Punkt ist vielleicht noch verwaiste Werke, gute Sache, aber warum um alles in der Welt sollen das nur die öffentlichen Museen und Archive lizenzieren können? Ein ganz großer Bestand, wenn nicht sogar der größte Bestand von verwaisten Werken liegt in privaten Archiven, in privaten Unternehmen und bei privaten Bibliotheken. Und dort wäre ein Riesenpotenzial, um sehr viele interessante verwaiste Werke fein zu bringen, wenn diese auch von Privaten lizenziert werden könnten. Das sind so meine Punkte, die ich im Moment gerade habe. Es geht dann noch einiges, aber da werden wir sicher noch zusammen sprechen können. Sehr gut, vielen Dank. Andreas, für dein klares Votum, also weil doch etwas Arbeit im Parlament ist erwartet. Wir gehen weiter zu Winkel. Ja, eigentlich merke ich hier, das Stay-Down-Thema ist ganz, ganz wichtig. Und Wikimedia ist halt nicht nur ein Verein von Benutzerinnen und Benutzern, sondern auch die Trägergesellschaft, die weltweit fünftgrößte Internetplattform, also Wikipedia, betreibt. Wir erlauben es Hunderttausenden von Benutzerinnen und Benutzern tagtäglich Inhalte bei uns hochzuladen und zu kommentieren und Texte zu schreiben. Daher wäre für uns ein Stay-Down-Prinzip im Urheberrecht erstmal problematisch, denn technisch kann das nur dadurch gelöst werden, wenn wir hier Systeme einführen, die vorfiltern. Und wenn wir eine Vorfilterung haben, dann hätten diese Benutzerinnen und Benutzer eigentlich nie die Freiheit gehabt, dieses Projekt über 20 Jahre, wir haben es in weniger als 20 Jahren geschafft, hier das größte Sammelwerk menschlichen Wissens zu schaffen. Das wäre mit solchen Vorfiltern und mit Stay-Down-Pflichten nicht zu stemmen. Gleichzeitig muss ich sagen, der Artikel 39d im Vergleich zum Artikel 13 der EU-Urheberrechtsreform ist sehr viel balancierter. Aber ohne zu sagen, dass ich den jetzt so unterschreiben und empfehlen kann. Was geht es bei Ihnen?
um halt eben dieses Data zu richten und über welche Plattform hier da fallen. Da muss ich sagen, dass hier Bern einen viel besseren Job gemacht hat als Brüssel. Also das ist halt, also man merkt, die Balance hier ist halt deutlich besser. Gleichzeitig fehlt mir eine Sache in dem Vorschlag, den ich mir den letzten Monat erst durchgelesen habe, muss ich zugeben, aber ich habe mir trotzdem dann Mühe gemacht, das Ganze mir anzuschauen. Und die eine Sache, die mir fehlt, ist halt natürlich die andere Seite. Wir schützen natürlich urheberrechtliche Werke, aber wir sollten auch die Gemeinfreiheit schützen. Denn der gesellschaftliche Grundkonsens, der Grundkompromiss beim Urheberrecht ist, dass wir hier auf bestimmte Teile der menschlichen Kultur praktisch ein Monopol, ein Exklusivrecht schützen, aber dieses Exklusivrecht ist halt eben nicht ewig da, sondern es muss irgendwann ablaufen und irgendwann muss dann auch klar sein, dass dann die Werke, bei denen das Urheberrecht abgelaufen ist, auch frei nachnutzbar sind. Heutzutage im Internet haben wir das Problem, dass Nutzerinnen und Nutzer abgemahnt werden, weil sie wirklich hunderte Jahre alte Werke nachnutzen oder irgendwie darüber bloggen. Aber wir haben das Problem, dass Digitalisierungsprojekte mit kleinen Museen und Archiven durchfallen, weil irgendwelche Organisationen oder Gruppen auch gemeinfreien Werken tatsächlich hier All Rights Reserved und verschiedene Urheberrechte und verwandte Rechte verlangen. Und ja, natürlich, wir müssen das Urheberrecht schützen, aber wir müssen auch die Gemeinfreiheit schützen, und diese zwei Sachen in einem kleinen Grundkompromiss. Und deswegen, was uns hier wirklich fehlt, ist eben hier dieser Schutz, ein Public Domain Safeguard sozusagen. Und dadurch, dass hier auch die EU mehrmals angesprochen wird, sowohl bei der Value Gap, also der Artikel 39b oder der Artikel 13 der EU-Urheberrechtsreform, der federführende Ausschuss in Brüssel, also der Rechtsausschuss, hat sich letzte Woche auf einen Kompromiss beim Public Domain geeinigt und wir werden in der EU einen Public Domain Safeguard, wie der Text im Ende genau aussehen wird, das dauert einfach ein bisschen, aber alle politischen Gruppen haben sich darauf geeinigt, dass wir hier einen kleinen Public Domain Safeguard in der EU bekommen. Deswegen kann ich das auch sehr empfehlen, dass man sich das vielleicht hier im Bundeshaus bei euch intern anschaut. Danke. Sehr gut, vielen Dank für die Einladung. Ich denke, wir haben jetzt einiges gehört, die verschiedenen Themen und Punkte kennengelernt, die zur Diskussion anregen. Wir machen es jetzt so, wir haben etwa so 3/4 Stunden der Zeit für die Diskussion, dass wir da möglichst etwas in die Tiefe gehen können, fokussieren wir uns. Einerseits möchte ich zuerst das Thema Piraterie, die ganzen Regeln im Rahmen der Piraterie, die da gemacht werden, diskutieren. Und dann in dem zweiten Teil das, was wir schon mal als Chancen der Digitalisierung, ich würde es wahrscheinlich gerne als Risiken oder Gefahren der Digitalisierung bezeichnen, aber lassen wir es mal so, dass wir das dann im Rahmen der zweiten Runde Lichtbildschutz und Zeitveröffentlichungsrecht und so weiter uns anschauen. Ist das gut? Einverstanden? Okay. Gut. Eine kleine Opposition. Schauen wir uns das Thema Piraterie mal an. Anders von Bund hat gesagt, Piraterie gibt es nicht mehr. Und es ist der Abend, quasi ihre Unternehmen machen große Gewinne. Warum ist es so, dass sie große Gewinne machen und trotzdem haben Piraterie sind die Gewinne? Ja, also was Andreas da gesagt hat, das stimmt alles nicht. Es stimmt nicht, dass unsere Mitglieder die astronomische Gewinne jetzt erzielen. Seit Beginn des Jahrhunderts ist der schwarze Musikmarkt um etwa 3/4 zurückgegangen, der Umsatz. -75%. Und seit vorletztes Jahr hatten wir dann wieder ein Plus von 1% und letztes Jahr hatten wir wieder ein Plus von 4%. Ich glaube, dieses Jahr wird es vielleicht eine schwarze Null geben. Das Problem ist nicht gelöst. Es gibt keine astronomischen Gewinne bei unseren Mitgliedern. Zweitens, Piraterie ist kein Problem. Ich weiß nicht, du nutzt ja das auch das Internet, das wissen wir ja. Und wenn du dich umschaust, dann siehst du eben auch zum Beispiel auf RFA, was denn so downloaded wird. Und das ist einfach Musik zuvor. Und das ist ein ungebrochener Nachfrage nach Inhalten, nach Filmen, Musik, Software, Pornografie. Und davon zu reden, das sei jetzt alles kein Problem mehr, das ist einfach falsch.
Ja, und ich zeige auch noch ein Hinweis, State-Dump, nur noch zu einem Gimmick drauf. Also hier, Wikipedia fußt ja zum Glück nicht, also das Geschäftsmodell von Wikipedia fußt zum Glück nicht auf Urheberrechtsverletzungen. Und deswegen kann ich Sie vollkommen beruhigen, dass Sie mit dieser State-Dump-Regelung in diesem Artikel rein gar nichts zu tun haben. Denn es kommen vielleicht Urheberrechtsverletzungen vor, aber wenn das mal passiert, ist das etwas anderes, als wenn das Geschäftsmodell darauf beruht. Und ja, wenn Sie Herr Stürmer wollen, kann ich gerne erklären, was ein typisches Beispiel ist. Ja, genau. Und, aber deswegen hat ja auch gesagt, dass hier der Kompromiss viel besser gefunden ist als in Brüssel. Ja, danke. No Trump. Ein Beispiel. Ich habe gesagt, ja, 0,1% betrifft das vielleicht. Es gibt in der Schweiz das Portal Upload.net. Das, die Treiberin ist die Ziando AG, das ist eine Firma, ich glaube, aus dem Kanton Schwyz oder Zug, die wechseln ab und zu ihren Sitz. Und das ist ein Sharehoster. Das Prinzip ist so, über andere Linking-Sites, also Verlinkungen, wissen User, wo das auf diesem Hoster irgendwo eine Datei abgelagert ist, die oder dort angeboten wird von Dritten. Und das Prinzip dort ist, dass uploaded diejenigen, die Dateien hochladen, die möglichst oft dann nachher heruntergeladen werden, finanziell entschädigt. Dort können ja doch schöne Summen verdient werden von den Uploadern. Sie finanzieren das dadurch, dass dann eben auf der anderen Seite, auf der Download-Seite, viel schnelleren Download Gebühren verlangt werden. Und das ist eben dieses teuflische Geschäftsmodell, das eben dazu führt, dass ein Uploader eben motiviert ist, etwas hochzuladen, einen möglichst neuen Film, möglichst neues Album, was gerade gefragt ist, um es eben möglichst oft wieder downloaden zu lassen. Um Geld zu verdienen. Vielen Dank für dieses Beispiel. Bevor ich dir das Wort gebe, Frau Reiter, wie sieht es aus bei den Filmen? Ja, es ist genau das Gleiche. Also ich finde, es ist relativ dreist zu sagen, Piraterie gibt es nicht mehr. Also gerade für jemanden, der sich im Internet auskennt. Also wir wissen das ja alle, wir haben vielleicht Kinder oder kennen junge Menschen, die haben teils Abonnente von Diensten, wo sie Filme und Musik gegen eine sogar kleine Gebühr, aber alles illegales Zeugs, die meisten Kinderfilme, sich einfach zu Hause auf ihrem PC anschauen können. Also das stimmt so ganz sicher nicht und wir wissen jetzt auch für dieses Stay-Down-Prinzip, dazu noch kurz, wir wissen aus der Rechtsberatung bei Swissimage, dass es halt immer wieder vorkommt, dass unautorisierte Filme häufig nach der Entfernung dann sofort wieder hochgeladen werden. Und genau das will man mit dieser neuen Bestimmung unterbinden. Okay, vielen Dank. Jetzt sind wir gespannt, Andreas, warum gibt es Stay-Down-Prinzip nach Gut, also vielleicht ganz kurz noch mal schnell zu der Frage von den Umsätzen. Muss ich schon noch ein bisschen korrigieren. Es ist definitiv so, schauen Sie mal, es kann sein, dass Sie in der Schweiz noch ein paar Jahre hinten nachhängt, aber global gesehen sind die großen Labels, die verdienen Milliarden, ihr könnt das nachsehen, es gibt wunderbare Blogs dazu von der Branche selber, die immer wieder sich hochjubeln, wie viele Milliarden sie wieder gemacht haben, Umsatzsteigerungen und so weiter. Die sind alle klar der Meinung, dass das Streaming, das bezahlte Streaming hat eigentlich die ganze Geschichte zum No-Brainer-Problem werden lassen. Ja. Die meisten Menschen, die nutzen, wenn sie online Musik oder Filme konsumieren, nutzen eine oder mehrere dieser Abo-Dienste. Ich selbst bin Spotify-Kunde, Apple Music-Kunde und kann dann auch noch Downloads kaufen bei Apple. Ich bin Netflix-Kunde und Telefon-Kunde und so weiter. Also ich kann das alles dort haben. Ja. Bei den Filmen kann ich sogar noch etwas, das kann ich mir noch vorstellen, dass die Filmbranche, Musikbranche ist wirklich, da gibt es kein Problem. Also wenn in der Schweiz irgendjemand das Gefühl hat, er hätte eine Mercedes verkauft, wenn es diese Download nicht gäbe, dann sollen wir das bitte zeigen und sagen, wie viele der mir verkauft hätte. Ich mache jede Wette, gibt es keine Beispiele. Aber ich habe jetzt noch zu den Filmen, ganz kurz. Filme ist eine andere Geschichte. Bei den Filmen haben wir tatsächlich noch ein kleines Problem. Das liegt aber daran, dass die Filmbranche immer noch in ihrer weltweiten, komischen, kaskadierten Verwertungskette da festhalten will. Und das hat dazu geführt, dass in der NZZ Serien geschrieben werden, ja, die bei uns noch nicht zu sehen sind. Da werden die Leute also heiß gemacht auf irgendwelche neue Themen, die sie dann unbedingt sehen wollen, und sie werden aber hier nicht angeboten von der riesigen Filmbranche. Was geschieht dann? Ja, dann suchen sie sich irgendwo einen Weg, wie sie das dann sonst sehen können. Ich finde das auch schlecht. Es würde viel besser so funktionieren, dass sie uns das alles anbieten, wenn sie schon Werbung machen in der Schweiz für diese Produkte. Und gleichzeitig muss man einfach
klar sehe, alle diese sogenannten Bierdauer-Angebote sind extrem mühsam zu bedienen. Ich mache das schon seit Jahren nicht mehr, weil man da, wenn man da irgendwo hinkriegt, dann gehen Pop-Up-Fenster auf und da geht was auf und dann muss man Kreditkarte eingeben. Wer macht denn sowas? Niemand ist doch so blöd und macht das und lädt dann noch was runter, was halt die ganze PC verseucht. Das ist mühsam, da geht man besser hin und kauft ein Abo und hat man seine Ruhe. Und dort ist der Zukunft. Umsatz noch ganz kurz, Umsatzzahlen von der IFPI muss man immer mit Vorsicht genießen, weil früher hat man physikalische Produkte verkauft. Eine CD kostete 30 Franken. Ja? Und in diesen 30 Franken waren extrem viele Prozente drin von der Produktion, vom Vertrieb und so weiter. Heute verkauft man das online, einfach das File. Das ist natürlich 30% günstiger als eine CD früher mal war und noch günstiger. Damit wird auch der Umsatz klein. Der Gewinn steigt da, meine Damen. Okay, also jetzt haben wir im Sinn ein bisschen, dass das die Umfrage einfach nicht ganz so ist, die hochsachige Aussage. Lass uns mal so stehen, ist ja vielleicht hier auch ein bisschen Subjektives, haben wir es gemerkt. Die Frage ist, glaube ich, jetzt noch in den Urheberrechten, diese Stay-Down-Regeln. Also, was haben Sie das Gefühl, das löst das Problem? So mal es ganz anders selbst, löst von kein Problem. Es ist ein Element, das einen Beitrag leistet, um das Problem zu lösen. Übrigens hat auch noch erklärt, ist im Alexa-Ranking weltweit auf Platz 600. Habe ich heute Morgen geschaut, was ist wird genutzt. Platz 600 weltweit von allen Webseiten. Das ist sehr gut. Aber den lassen wir jetzt das bleiben. Ganz einfach darauf. Stay-Down hilft, ja, wie gesagt, denn wir haben als Schweizer Rechteinhaber eben kaum eine Möglichkeit, uns zur Wehr zu setzen. Das zweite Element ist die Datenbearbeitung. Und das dritte Element wären eben die Zugangssperren gewesen, die geholfen hätten, um dieses Paket abzurunden. Das haben wir jetzt nicht. Ja, wir kommen mit einem wichtigen Schritt vorwärts in diesem Paket und dann stehen wir im Prinzip. Unterstützen. Okay, jetzt Stay Down. Was ist da das Problem? Ja, also vielleicht noch mal zum Stay Down-Prinzip. Natürlich ist eine Plattform verantwortlich dafür, dass sie keine illegale Inhalte bei sich in großem Maße mit Absicht posten soll. Das Stay Down-Prinzip ist halt problematisch, eben deswegen, weil es technisch nur dadurch möglich ist, wenn wir vorfiltern. Und vorfiltern, was heißt vorfiltern? Vorfiltern heißt, wenn ein Benutzer oder eine Benutzerin einen Kommentar schreibt bei einem Foto hochlädt oder irgendeinen anderen Beitrag macht, dann muss die Plattform, noch bevor dieser Beitrag erscheint, sich das erstmal anschauen und entscheiden, ob das legal oder illegal ist. Das ist eine Massenmaschine, die halt praktisch erstmal das Unschuldsprinzip umkehrt. Ich werde alles, was die Leute sagen, im Internet erstmal anschauen, bewerten, ob es illegal oder illegal ist. Und wenn ich es nicht machen kann, dann wird es ein automatischer Algorithmus machen. Und erst dann kommt es vielleicht, wird es publiziert. Unser Prinzip bisher war es immer, dass Sachen erstmal legal sind, bis die Illegalität bewiesen worden ist. Und das ist unser Problem. Und wir haben natürlich als globales Projekt noch ein anderes Problem. Solche Filter, Content Recognition Systeme, die das Internet filtern und auch solche Stay-Downs ermöglichen. Es gibt genau zwei Regierungen im Moment, die solche Systeme entwickeln und von der Wikimedia verlangen, dass wir die beiden wieder einführen. Das ist die Türkei und das ist China. Und wenn jetzt hier aus Europa bestimmte Länder sagen, ja, das ist eigentlich unbedenklich, können wir hier so ruhig machen, dann ist unsere Position gegenüber manchen anderen unfreien Regierungen natürlich erschwert. Dann können wir, also wir haben bisher nie mit China kooperiert, aber halt, dann kommt natürlich ein neues Argument auf uns zu. Ja, in Europa macht ihr das doch auch, also wieso nicht bei uns? Und deswegen habe ich Magenschmerzen. Also ich sage nicht nie Filter und nie Content Recognition Systeme. Es gibt Fälle, da sollten sie eingesetzt werden, aber bitte sehr, sehr vorsichtig balancieren und sich wirklich hier alle Konsequenzen übernehmen. Okay, ich schlage vor, vielen Dank für die Statements. Wir wollen jetzt mal die Runde öffnen. Wir haben einige Leute aus der Telco-Industrie hier, die da ja auch mit diesen Stay-Down-Regeln und Anpass betroffen sind. Vielleicht gibt es weitere Teilnehmer hier, die eine Äußerung machen möchten. Bitte haben wir, wie gesagt, jetzt mit der Piraterie. Ob es sie gibt oder nicht, lassen wir es mal dahingestellt.
im Gesetz ist sie vorgesehen, die Aktivbekämpfung. Was sind Ihre Worte, Ihre Fragen, Ihre Statements zum Thema Steigabend und anderen Antipiraterie? Wem darf ich das Wort geben? Sonst muss manchmal etwas aushalten, die Ruhe, aber das ist kein Problem, das schaffen wir. Genau, einfach das Mikrofon drücken und dann. Ich möchte Herrn von Bunten etwas sagen. Ich bin Andreas Wieser, Präsident von Indiswiss, von den kleinen Indie-Lads. Ich habe da meinen Computer vorgenommen. Und ich habe schnell. Das ist eine kleine Band in der Schweiz, einigermaßen bekannt. Lensander heißen die. Das Album heißt The Future of Lovers. Ich habe jetzt schnell in Muso, das ist ein Tool, das wir brauchen, um zu schauen, wie viele illegale Piraterie-Links das es gibt, habe ich dieses Album gesucht und ich bekomme innerhalb kürzester Zeit bekomme ich 937 Links auf Google zu illegalen Downloads. Und das ist massiv, ob die Leute das runterladen oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es wahnsinnig viele illegale Plattformen gibt, die Musik anbieten. Und ich weiß, dass die Leute, wenn sie einen neuen Song suchen, als erstes auf Google gehen. Ich glaube, Piraterie ist immer noch ein großes Problem. Wenn man die Zahlen vergleicht, gibt es 8% mehr Piraterie in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Okay, vielen Dank. Also wir diskutieren es in dem Fall doch noch schnell. Die Piraterie-Frage. Andreas, du weißt, ich bin ja Fan von deinem Laden und auch von dir selber. Darum habe ich sie ausgewählt. Und ich möchte dazu Folgendes sagen, diese 947 Links, das klingt natürlich jetzt nach Wahnsinn. Ja? Muss man zuerst mal schauen, was sind das überhaupt, was sind das für Links? Werden die von irgendjemandem überhaupt gesehen und geklickt? Wo führen die hin? Was wird da an Downloads gemacht? Das ist immer noch nicht gesagt, dass das dann irgendeinen Schaden verursacht. Es gibt ganz sicher, das ist fast alles, finden Sie Kopien von irgendwas im Netz. Es gibt ganz komische Bot-Algorithmen, die Zeugs kopieren. Das ist mir auch passiert. Ich habe kürzlich ein neues Angebot mit einem Anwalt ins Netz gestellt. Es ging genau 2 Wochen lang, wurde unsere Website x-fach kopiert, mit anderen URLs irgendwo im Netz aufgetaucht. Egal, das interessiert niemanden, die kommen nicht dorthin. Was Google betrifft, dann möchte ich dir einfach sagen, ich habe immer wieder deine Sachen, wenn ich was gesehen habe auf Facebook, klicke ich nicht mal auf den Facebook-Link, weil ich dem Markt das nicht gönne, sondern google dann, was du da schreibst. Ja? Und ich kann dir sagen, mindestens in meinem Google kommen keine solche Links, sondern da kommt eure Bandcamp-Website, da kommen die verschiedenen Angebote, die ihr macht. Es kommt sehr oft auch mal ein YouTube-Video, welches ihr selber hochlädt. Also eigentlich auf mindestens auf den ersten 10 Seiten von den Google-Resultaten tauchen keine illegalen Angebote auf, sondern alle die legalen, die ihr anbietet, was ihr sehr gut macht. Man kann eure Songs eben auch auf allen Kanälen kaufen und nutzen. Und darum bin ich überzeugt, Andreas, auch wenn ich verstehe, dass du da hier diese Rolle spielen willst, du hast kein Problem mit den Piraten-Links. Okay, letzte Frage. Ich muss noch etwas dazu sagen. Das stimmt, weil du googelst das auch richtig. Aber sobald du noch Free Download anhängen würdest, dann würde die Suchmaschine dir andere Links geben. So muss ich das machen. Aber der Punkt ist ja, solange du mir das ja viel besser anbietest, als diese Free Download-Sites, die ja eben wirklich mühsam sind, würde ich weiterhin lieber diese 2 Franken auf deiner Seite zahlen, als mir meinen Computer kaputt machen, wegen diesen 2 Schutz. Gut, ich denke, das ist eine spannende Frage, in dem Fall doch noch eigentlich, wie ist die Dynamik? Oder? Ich denke, das spielt ja schon eine Rolle. Piraterie gibt es, also ich stelle mich jetzt nicht mehr mal. Die Frage ist, wie viel Schaden verursacht sie? Gibt es da, also noch schwierig, oder? Ja, für eine CD, die ich gratis piraterie-mäßig runterlade, würde ich da wirklich auch 30 Franken bezahlen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also, was ist der Schaden? Weiß man das überhaupt? Gibt es da Schätzungen? Also, wir wissen aus. Wie schätzt ihr das?
Also es gibt den Mehrträgertarif für Smartphones und Tablets. Den fahren die Verwaltungsgesellschaften mit den Nutzern. Und dort werden regelmäßige Erhebungen gemacht, was eigentlich die Leute auf ihre Tablets so kopieren. Was da so gemacht wird, woher es kommt. Und es gab auch schon. Ja, es gibt eigentlich schon einen Check. Ja, nein. Eigentlich nicht. Es wird bei dieser Untersuchung auch erhoben, woher das kommt. Was die Quelle ist, wurde auch schon die Frage gestellt: hätten Sie das auch legal erworben? Was sagen wir dann? Dort war es meiner Erinnerung nach so ein Drittel. Also man kann sagen, ein Drittel wäre ja legal erworben worden. Den Rest hätte man einfach nicht mehr. Man hat es vielleicht gar nicht gehört. Das kommt nicht vor. Aber jetzt nach dieser Erhebung ist es ungefähr ein Drittel, der verloren wird. Okay. Als Verkauf. Und ein zweiter Schaden ist aber, das müssen Sie sehen, einfach eine zweite Auswirkung von illegalen Angeboten ist, sie werden nicht vergütet. Und der Vorteil dieser Angebote ist, dass sie eben darum gratis abgegeben werden können. Sie haben keine Produktionskosten, keine Künstlerbeteiligung, nichts. Und mit gratis zu konkurrieren als legaler Anbieter ist sehr schwierig. Und das gibt einen permanenten Preisdruck und eine eine Marktverzerrung. Streaming. Das bewirkt keinen weiteren Schaden. Jetzt Streaming. Ja, es gibt Streaming, aber auch das Streaming hat natürlich diesen Preisdruck von illegalen Angeboten. Und nicht alle Leute wollen streamen. Manche wollen einfach den Besitz haben, weil sie zum Beispiel Bandbreite bezahlen müssten auf ihrem Mobiltelefon, wenn sie dort streamen wollen. Und dann machen es die Leute einfach weiter. Darum passiert eben dieser Download nach wie vor. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn zum Beispiel iTunes nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wir wissen es nicht genau, den Download Store schließt. Dann müssen wir davon ausgehen, dass dann nochmal eine erhebliche Welle von der Nutzung dieser Angebote kommen wird, dass von den illegalen Angeboten kommen wird. Aber das heißt eigentlich, dann wollten wir, sobald man dann wirklich streamen kann, ist überall jederzeit. Wie gesagt, viele wollen den Besitz haben der Dateien, damit sie auch hören können, wo sie keinen Internetzugang haben. Die Jungen auch. Also ich kenne die Jungen, die alten, vielleicht gerade die Jungen wegen Prepaid-Abos und beschränkten Datenvolumen und so weiter. Die wollen nicht einfach den ganzen Tag, die können nicht den ganzen Tag streamen. Warum wollen sie den Download? Gut, eigentlich wollte ich noch ganz kurz vielleicht nur dagegen halten, also diesen Besitz der Datei, also sehr spannend, aber es ist doch genau diese Angebote, die Sie genannt haben, die mir diesen Besitz halt eben nicht ermöglichen. Wenn ich bei iTunes oder bei Spotify oder bei Deezer bin, dann steht auch wirklich drin, die Datei, selbst wenn sie auf meinem Gerät ist, gehört mir nicht, ich besitze sie nicht, ich leihe sie mal aus von Ihnen. Das heißt, das Argument mit dem, viele wollen ihre Datei besitzen, das reicht hier nicht so richtig. Und ja, illegale Inhalte sind illegal und sollte es nicht geben. Da stimme ich ein. Aber trotzdem wollte ich ein bisschen dagegen halten. Wir haben eine Studie von der niederländischen Regierung, die untersucht hat, wenn jetzt die Bürger des Königreichs Niederlande ihre 30 Euro nicht mehr halt in CDs investieren, sondern dafür illegal Musik runterladen, was passiert mit dem Geld? Das Resultat war, dass eigentlich dasselbe Geld auch in der Musikindustrie bleibt, bloß halt anders wie investiert wird, und zum Beispiel in Konzerten oder in anderen Sachen. Ist das trotzdem ein Problem? Natürlich, weil bestimmte Leute verlieren und andere gewinnen, und das sollte nicht für illegale Inhalte passieren. Aber das Argument, dass der Gesamtwirtschaft hier geschadet wird, das stimmt hier nicht. Und da gibt es auch eine Studie von der Europäischen Kommission, die Kommission sehr lange versteckt gehalten hat und wirklich Informationsfreiheitsanfragen an die Außenwelt gekommen ist. Und hier bestätigt auch eigentlich, dass hier negative Auswirkungen auf die Musikindustrie, auf die Gesamtmusikindustrie eigentlich nicht zu sehen sind. Das sind zwei sehr, sehr gute Studien. Gut. Wollen wir dann nochmal eine Frage nehmen? Christoph Dumpfer. Ich bin Vertreter von Solar, das ist der Verband der Musikschaffenden in der Schweiz. Ich würde gerne eine Rückfrage stellen. Wenn wir jetzt eine so gute Formulierung haben für den Stay-Down, wo klar ist, dass Wikipedia niemals davon betroffen wäre, dass nur ein ganz kleiner Teil der offensichtlich illegal Geschäftsmodelle betreibenden Hoster betroffen wäre. Das haben wir einerseits.
Andererseits haben wir die Datenbearbeitung für jene Leute, die offensichtlich etwas Illegales tun, nämlich hochladen. Ich verstehe, es gibt viele Argumente, warum man vielleicht die wichtig oder weniger wichtig finden kann, aber was spricht denn eigentlich dagegen, das jetzt zu tun? Ich sehe nichts, was aus Ihrer Perspektive dagegen sprechen kann, das zu tun. Ihre wichtigen Open-Source-Plattformen sind nicht betroffen, die Downloadenden sind nicht betroffen. Wenn es nicht viel nützt, was schadet es, wenn wir es jetzt machen? Okay, Frage an euch. Beide gerne. Ich glaube, Gesetze zu schreiben, die keinen Schaden anrichten, das gibt es nicht. Das gibt nicht. Es gibt immer Kollateralschäden. Und wenn du mir sagst, dass es eigentlich nützt, also ein Gesetz, das nicht nützt, das brauchen wir einfach schlichtweg. Ich sage nicht, dass es nicht nützt. Wenn es nichts nützt, dann brauchen wir es nicht. Und das Problem hier ist tatsächlich, ich würde auch sagen, mit diesen Vorschlägen, die wir hier haben, die sind bei weitem nicht so schlimm, wie sie hätten sein können. Das ist korrekt. Sie haben aber nach wie vor die Gefahr, dass sie dann später auch wieder anders ausgelegt werden. Wir haben es gehört, also aus technologieneutral, man muss neues noch nicht klar definiert, wer garantiert da wirklich drunter fällt und wer nicht. Im Moment werden diese Upload-Net und so weiter genannt. Das kann man sehr schnell sich ausweiten. Ja, plötzlich findet man dann, ja, vielleicht sollte man doch auch Hostpointer alle wieder zunehmen, weil da können ja Leute Server haben, die dann irgendwie ihre Files hochladen können und so weiter. Es ist einfach eine gefährliche Entwicklung. Das ist für mich der Hauptgrund. Ich bin der Meinung, es bringt euch nichts, es wird dir keinen Franken mehr Umsatz bringen. Und es wird nur schauen an mich. Das ist der Grund, warum ich denke, es brauchen wir nicht. Gut. Vielen Dank. Dann weitere Fragen, Worten? Ja. Eine Verständnisfrage an den Herrn von Wikimedia. Also wären Sie dann eben nicht betroffen oder doch betroffen von solchen Upload-Filtern? In der Schweiz oder im Urheberrechtsvertrag? In der Schweiz, mit diesem Urheberrecht. Wir wären, so wie ich das hier verstehe, ich bin aber auch kein Schweizer Anwalt, also so wie ich das verstehe, wären wir nicht betroffen. Okay. Dann werden die Frage geklärt. Hätte ich eine Frage geklärt. Jawohl. Ihr Name? Ich bin die Geschäftsführerin des Dachverbandes für Übel- und Nachbarrecht. Sie werden ganz, ganz sicher nicht betroffen. Also, was gesagt ist. Das kann ich nicht verstehen. Ja, ich wollte eigentlich nicht über die Verstehung sprechen. Ich finde dies so ein kleines Detail, dass ich finde die gar nicht wichtig. Und es geht um solche Plattformen, die explizit darauf ausgerichtet sind, Urheberrecht zu verletzen. Also, ich weiß nicht, wie viele Stimmen, aber da müssen wir nicht mehr so viel Zeit damit verbringen. Dann hat es noch geheißen, also ein kleines Argument, falls irgendjemand noch vielleicht beeinflussen würde, es ist ein Schritt in der Piratenbekämpfung, der offensichtlich nicht sehr weh macht und der durch das Verhältnis von Amerika vielleicht so beeinflussen würde, dass wir dann von dieser komischen schwarzen Liste wegkommen würden, was auch mein kleiner Punkt ist. Aber es ist nicht eine bedeutende große Regelung und das betrifft sie auch nicht. Okay. Gut, vielen Dank für diese beruhigende Werbung. In dem Fall gibt es noch Fragen, insbesondere zur Piraterie, zu diesen Themen. Dann würden wir sonst zum nächsten Thema wechseln, wie gesagt, eben diese Digitalisierungsfragen anschauen. Eins, was ich eben persönlich, wie gesagt, erlebt habe, diese Abmahnung, diesen Lichtbildschutz, was ist nachher legal oder illegal, ist denn jeder Schnappschuss quasi, den ich auf Facebook poste oder wenn ich auf meinem Foto im Hintergrund ein Bild habe, das urheberrechtlich geschützt ist, ist das auch schon eine Verletzung oder nicht? Ich denke, das sind auch viele der Fragen, die in diesem Zusammenhang gestellt werden. Wer möchte sich dazu äußern? Von Ihrer Seite? Das betrifft eigentlich gar nicht. Nein, also ich kann sagen, wir stehen zum Kompromiss, das ist keine Frage. Wir denken, ein Schutzbedarf ist sicher da. Ich attestiere, dass man rechtstheoretisch darüber diskutieren kann, ob das wirklich am richtigen Ort platziert ist. Aber wir möchten nicht Grundsatzdiskussionen darüber führen, weil es halt Teil des Kompromisses ist. Das gehört mir halt dazu. Warum? Also beziehungsweise kann. Möchte sich da jemand für diesen Lichtbildschutz aussprechen? Und,
leicht erklären, wen man da nutzt. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen selbstsagt, vielleicht kann man nicht sagen, ich weiß, es ist, glaube ich, niemand da, der Fotografinnen und Fotografen versteht, oder? Deshalb glaube ich, mir das kurz zu sagen, die Fotografinnen und Fotografen selber sind nicht ganz glücklich damit, dass der Lichtbildschutz in der Schweiz ein Urheberrecht ist. Sie hätten lieber gehabt, es wäre ein Leistungsschutzrecht, so wie es auch in Deutschland ist. Dann hätte man erstens das Problem nicht, dass die Werkhöhe quasi abgeschafft wird, wie Herr Vollmuth richtig gesagt hat. Das verlangen Sie aber nicht, das möchten Sie sogar nicht, weil Sie wissen, dass das diese Regelung die Chancen eigentlich verbaut im Parlament oder zumindest das massiv erschwert. Sie wären einverstanden, so wie ich das verstanden habe, damit, dass es nur ein Leistungsschutzrecht wäre. Und auch die Abmahnproblematik, das wurde ja bereits erklärt, würde in der Schweiz dann nicht bestehen, dank dem, dass wir eben ein anderes, ich weiß nicht, wie dieses Recht heißt, ich bin nicht Jurist. Aber das ist vielleicht wichtig mitzugeben. Ich glaube, es würde nicht als Kompromissbruch verstanden, wenn jetzt im Parlament man das vom Urheberrecht zum Leistungsschutzrecht ändern würde. Weil ich glaube, Sie vom IG dazu etwas Hintergrundinformationen geben können oder etwas bestätigen können. Gut, also ich sehe das mit einem Grundgebeichen zu übrigens. Sind Sie von ganz an? Entschuldigung, ich weiß immer, im Mai, ich bin Leiter des Rechtsdienstes, Urheberrecht im IG. Wenn Sie ein Unterhemd in eine Hemdenschublade legen, dann ist es immer noch ein Unterhemd und kein Oberhemd. Hier haben wir etwas im Urheberrecht, das genauso aussieht wie ein Leistungsschutzrecht. Sie können es schon bei den Leistungsschutzrechten unterbringen, aber unter dem Strich ändert es gar nichts. Der Vorschlag der Fotografen war, dass man es als Leistungsschutz ausgestaltet, bei dem Leistungsschutzrecht systematisch reintut und dann einfach sagt, es gilt dann aber analog alles von vorne aus dem Urheberrecht. Das passt systematisch auch nicht ganz, weil Sie bei dem Leistungsschutzrecht einen abgeschlossenen Schutzkatalog haben. Wir haben uns dann gesagt, wenn wir den Sündenfall mit den Computerprogrammen schon gemacht haben und die vorne ins Urheberrecht tun, obwohl das auch nicht unbedingt Werke der Literatur und Kunst sind, dann machen wir es doch hier auch so und sagen dann einfach, gut, wir schaffen hier eine Fiktion und dann gelten die direkt, oder unter dem Strich, ob das jetzt eine Fiktion ist und sie gelten direkt, oder ob sie es als Leistungsschutz einreihen und dann alles an Loki, es spielt einfach keine Rolle. Es ist auch die Frage der Schutzhöhe, oder? Wir haben das bewusst so gewählt, weil wenn Sie zum Beispiel in Deutschland schauen, da gibt es noch ein Modikum an Individualität. Und dann heißt es nachher, ja, und wenn es dann nur noch eine reine Reproduktion ist von einem zweidimensionalen, dann ist es dann eben nicht mehr individuell und dann fällt es nicht runter. Das ist eine etwas gekürzte Abgrenzung zur Reproduktion, also zur fotomechanischen Reproduktion, Fotokopieren und so weiter, führt dann aber wieder zur Diskussion, was ist denn diese Individualität? Das ist ja das Problem, mit dem wir heute schon bei den Fotografien zu kämpfen haben und das wir beseitigen wollen. Deswegen haben wir dann gesagt, wir gehen einen anderen Weg, wir schalten diese Individualitätsfrage gleich völlig aus und sagen dann, die Zweidimensionalität ist das Element. Es ist die Reproduktion. Wenn Sie etwas Zweidimensionales fotografieren, dann ist es eine Reproduktion. Wenn nicht runter, dann haben Sie diese Diskussion, diese elendliche Unterindividualität bei der Fotografie ausgeschaltet. Gut, vielen Dank für die Erklärung. Ziemlich juristisches Nachdenken, wie ich es gehört habe. Andreas, wieso bist du das wohl vehement gewesen? Genau, vielleicht zurück zum grundsätzlichen Recht, wenn wir das dann am Leistungsschutzrecht haben, wenn es gleich ausgestaltet wird, dieselben Probleme, wie wenn es im Urheberrecht drin bleibt. Das ist schon wichtig. Nur ist es halt schon so, wenn wir jetzt, also müssen wir immer wieder klar machen, was das Urheberrecht eigentlich soll. Ja? Was ist die Idee dahinter? Nochmal, wir geben irgendwelchen Menschen
für ihre Schöpfung eine Monopolrente für eine gewisse Zeit. Das ist etwas, was es sonst nicht gäbe, sondern das wird gemacht. Durch die Politik wird das gegeben. Und damit wir das geben können, gibt es dann eben auch noch im Gegenzug diese Schrankenlösungen, die wir da haben, dass man trotzdem noch ein paar Dinge damit machen kann. Ja? Und die Frage, was ist denn Urheberrecht zu schützen, das war immer die Idee, dass das eine individuelle Schöpfung sein soll. Nur das soll urheberrechtlich geschützt sein. Später hat man dann durch die Musik- und Filmindustrie noch sowas wie Leistungsschutzrechte erfunden, die sind eigentlich schon falsch im Urheberrecht grundsätzlich, aber die sind jetzt halt noch drin. Und dort ging es dann immer um das Argument, ja, die Schöpfung alleine ist nicht das Kriterium, sondern die Arbeit, die ich reinstecke, die muss irgendwo entlöhnt werden. Ja? Diese Arbeit, die Leistung, die da drin steckt, die muss entlöhnt werden. Darum ist diese Leistungsschutzrechte gekommen. Wenn wir jetzt hingehen und für die Fotografie das Prinzip der Schöpfungshöhe abschaffen und eigentlich völlig außer Acht lassen, sondern einfach sagen, egal was ich tue, es ist ein Werk, dann öffnen wir eine Büchse der Pandora. Dann geht es darum, dass wir in Zukunft eigentlich auf den Werksbegriff völlig verzichten können. Und dann kommt irgendwann nur noch die Frage, habe ich Arbeit reingesteckt oder nicht? Und dann sind wir eigentlich wieder beim Leistungsschutz. Also nein, soll diese theoretische Betrachtung. Die ist aber gar nicht so wichtig. Das Problem ist, dass dieses Lichtbild, dieser Lichtbildschutz gravierende Folgen haben wird für uns hier in der Schweiz. Wir werden das Problem haben, dass wir mit massiven Kostenfolgen für die Wirtschaft und für die Konsumenten rechnen müssen, weil ganz klar ist, wenn wir jedes Foto, das geschossen wird, egal von wem, in welchem Zusammenhang, urheberrechtlich schützen, dann werden wir jetzt sehr bald Tarife dafür haben, wo dann andere Anbieter wie Facebook und so weiter Geld abliefern werden müssen für eine bestimmte Anzahl Fotos, die da vorhanden sind, ähnlich wie wir das bei den Lehrplänenvergütungen heute schon haben. Das wird kommen. Das ist nicht so schlimm, oder? Facebook verdient auch viel. Ja, doch, das Problem ist, was passiert hier. Also, auch hier muss man aufpassen, wir sollten nicht uns da faken lassen von den bösen Bildern, die da gebaut werden, Facebook und Google, wo ja letztendlich dann diese Werte für sich selber einfach ein bisschen was holen wollen können. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass bei diesen Plattformen dann am Schluss werden wir einen Tarif bekommen, es wird uns kosten. Wir werden, das ist wichtig, wir werden erhebliche Probleme haben im Zusammenhang mit Zugänglichkeit von Archivmaterial. Zeitgeschichte, meine Damen und Herren, etwas ganz Wichtiges für die Bildung, für die politische Debatte. Fotos, ein wichtiges Instrument, die sind dann nicht mehr verfügbar. Am Schluss wird es so sein, dass die amerikanischen großen Bildagenturen wie Getty Images und Corbis die Rechte an weiten Teilen der schweizerischen Bilder akquirieren werden und die dann entscheiden werden, welche Fotos wir sehen werden und welche nicht. Und noch ein Punkt zu Thunders Bemerkung, Christophs Bemerkung, die Fotografen, von denen er spricht, die Fotografen, müssen wir uns klar sein, da geht es um eine ganz, ganz kleine Gruppe von sogenannten Profi-Fotografen, die für ihre Bilder bereits heute genügend bezahlt bekommen, was sie selbst auch immer wieder bestätigen. Auch Herr Schütz sagt immer wieder, dieses Gesetz wird ihnen keine Franken mehr bringen. Sie wollen sogenannte Rechtssicherheit, und da werden wir am letzten Punkt, diese Rechtssicherheit wird nicht gegeben sein, sondern weil wir weiterhin ja unterscheiden müssen zwischen dem Bild, das eben leistungsschutzrechtlich beziehungsweise diese 50 Jahre geschützt sein wird, und dann, wenn man dann aber ein paar länger dranbleiben will, kann man dann eben mit einer Individualität quasi Geld machen, dann hat man das Selbstproblem weiter. Kurzum, der Lichtbildschutz ist unnötig, der bringt neue Rechtsunsicherheiten, schafft neue gravierende Probleme und schädigt das Urheberrecht der Museen raus. Gut, das ist ungefähr allen klar. Vielen Dank für dein Statement. Was würde sich da bei Wikipedia ändern, wenn es so mit Lichtbildschutz gearbeitet werden müsste? Ja, also der Lichtbildschutz ist ja durch drei Lizenzen aufgedeckt. Ja. Und was mir halt der Streckenheber Artikel 2 Absatz 3 bis nämlich an, fotografische Wiedergaben, und da gibt es halt diese Ausnahmen von dreidimensionalen Objekten. Also nur wenn dreidimensionale Objekte abgebildet werden, fotografisch, nur dann geht dieser Lichtbildschutz. Das ist halt erstmal eine sinnvolle Einschränkung, weil ansonsten würde jede Fotokopie, also jede, wirklich jede Reprografie und jede Fotokopie auch diesen Bildschutz. Ja, das würde halt tatsächlich nicht so weit gehen. Also das heißt, der steht jetzt eigentlich direkt seit dem Pandemie. Nun ja, wenn wir halt neue Schichten von urheberrechtlichem Schutz schaffen, dann erschweren wir halt im Großen und Ganzen auch das Teilen von Wissen, was halt für uns problematisch ist. Deswegen müssen wir uns sehr genau überlegen, wenn wir jetzt halt eine neue solche Schicht erschaffen, die im Endeffekt
es uns nicht erlaubt, menschliches Wissen und Kultur zu teilen, also was ja hoffentlich etwas Gutes ist, dann müssen wir uns halt sehr genau überlegen, dass das auch wiederum was bringt und ein Problem löst. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass so ein neuer Schutz tatsächlich auch mehr Geld in diesem Bedarf einbringt. Okay, vielen Dank. Es gibt weitere Leute, die sich auch beschäftigt haben mit der Frage von dem Dachverband der Urheberrecht, Sie haben sich mit dem Thema beschäftigt, was sind Ihre Gründe, warum Sie nicht mit Schutz ablehnen? Ehrlich gesagt habe ich mich ganz wenig beschäftigt. Das ist am letzten Tag in den Affektionskompromiss reingerutscht. Passt überhaupt nicht rein, aber ist jetzt gut. Ich finde es als Urheberrechterin ein bisschen komisch, dass jedes Kriegsfoto und jedes Produktbild und jedes verwackelte Babyfoto jetzt geschützt sein soll. Also, spricht nicht ganz der, wie ich das Urheberrecht verstehe. Aber ja, ich glaube, dass die Tarife, auf den Handys teurer werden, weil das ist das, was man heute macht. Man schickt dann die Fotos hin und her. Und all diese Fotos, die heute nicht kosten, weil es halt eigene Werte sind, die würden dann sehr wahrscheinlich kosten. Also ich sehe dort Folgen. Aber es wäre eigentlich niemand, ich bin schon, deswegen ist es ein bisschen komisch, ich finde auch kaum einen Türsprecher. An sich wollten die Pressefotografen ihre Pressefotos geschützt haben. Jetzt sind wir in einem völlig anderen Bereich. Okay. Ist das ein Fehler in der Revision? Also quasi, dass da wenn das Politik vielleicht auch irgendwie, dass sie das nicht kontrollieren müssen. Ich weiß nicht, wie ich einfach fünf dazu erstellen kann. Also vielleicht zur Schilderung, dass das jetzt quasi das Ende vieles ist. Also Deutschland und Österreich leben schon lange mit diesem Lichtbildschutz. Es sind also doch vergleichbare Länder, die weiterhin sehr gut funktionieren. Die hohen Kosten für die Wirtschaft, also ich gehe davon aus, dass sehr viele eigentlich schon heute entweder sich vielleicht beschaffen oder einen Fotografen anstellen, der diese Bilder für sie macht oder diese Bilder hat eben auch selber gemacht. Also das muss natürlich auch bewusst sein. Also ich hoffe schon, dass die meisten sich da eigentlich regelmäßig behalten und nicht einfach fremde Werke, fremde Fotografien verwenden und auf ihrer Webseite Beispiele, wo es anscheinend nicht funktioniert hat. Also wir haben gesehen, eine staatliche Tourismusförderungs- und Regionalpromotionsstelle hat einfach ein Bild genommen. Da muss ich einfach sagen, für mich nicht nachvollziehbar. Das ist Ihre Region, da können Sie jemanden selber das Bild machen oder jemanden anstellen. Es ist so, dass in der Vernehmlassungsvorlage war ein Schutz der Pressefotografien vorgesehen. Das ist wahrscheinlich da, wo effektiv der Schuh stark drückt und man versucht hat, eine Lösung zu finden. Das Problem ist, wenn Sie Nutzer ein Bild verwenden, müssen Sie ja dann eigentlich am Bild erkennen, ob es jetzt geschützt ist oder nicht. Es ist ja schon heute die Schwierigkeit zwischen wer und eben nicht wer. Also wann ist es ein Wert und wann ist es kein Wert. Der Pressefotografie sehen Sie es ja auch nicht an. Sie sehen ja den Bild nicht an, wer jetzt das Bild geschossen hat. Deshalb hat dieser Vorschlag in der Vernehmlassung starke Kritik geerntet. Von denen, die mehr wollten und von denen, die weniger. Die Lösung, die Sie jetzt haben, die hat den Vorteil, dass einfach Rechtssicherheit besteht. Also für jeden Nutzer ist es klar, entweder verwende ich meine eigenen Bilder oder ich hole die Rechte ein. Bedeutet das mehr Kosten? Ich meine, wenn Sie Urheber sind, Sie können das selber entscheiden, möchten Sie Ihre Rechte durchsetzen oder möchten Sie Ihre Rechte nicht durchsetzen. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass jetzt jeder anfängt, Gerichten vorzugehen und irgendwie Kontakt aufzunehmen mit Personen für jedes verwackelte Filmfoto. Sie haben auch die Möglichkeit von Anfang an zu sehen, dass diese Bilder eben frei verfügbar sind. Und diese Creative Commons gibt es schon heute. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie zum Beispiel ein Museum sind, dass Sie sagen, in den Museumsräumen kann man Bilder machen und Sie möchten, dass die Nutzer das dann auch teilen, dass Sie sagen, jeder, der ein Bild so hoch lädt, ist einverstanden, dass das nicht frei verwendbar ist. Also es ist nicht ganz so schwarz-weiß, wie es teilweise dargestellt wird. Okay, vielen Dank für die Erklärung. Anders? Ganz wichtig ist einfach,
Man muss sich klar sein, dass das dazu führt, dass sehr viele Bilder, die man heute mal nutzen konnte, nicht mehr nutzbar sind. Als Beispiel, also wenn wir jetzt zum Beispiel eine alte Zeitung aufschlagen von 1940 oder so, und man will die jetzt wirklich digitalisieren, also das, was E-Periodika zum Beispiel macht von der ETH, ja, da ist es einfach nicht möglich, weil bei allen diesen Fotos zum Teil weiß man gar nicht mehr, wer die eigentlich gemacht hat. Also sind klassische verwaiste Werke im Prinzip. Und da konnte man bis jetzt eigentlich mit relativ, sozusagen mit einem geringen Risiko diese Fotos mindestens digitalisieren und verfügbar machen. Wenn das dann rückwirkend gilt, dann kann man das eigentlich nicht mehr weiter brauchen. Dann ein weiterer Punkt ist, was geschieht mit den Museen? Wie wird das abgehen mit den Museen? Es ist so, dass Sie alle wissen, dass die Museen immer wieder Geldnotstände haben. Dort wird Folgendes passieren, es werden große Bildagenturen bei denen aufschlagen und sagen, hey, schaut mal, wir digitalisieren euch euren Bestand. Dafür kriegen wir das exklusive Vermarktungsrecht und ihr könnt dann für eure Publikation, wenn ihr Kataloge publiziert, könnt ihr das dann selbstverständlich nutzen. Aber wir schauen, wir monetarisieren eure Bestände. Und sie werden dann diese Bilder abfotografieren, die längst nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind, die aber dann durch diese Reproduktion, weil dieses 3D-Thema wird dann wieder kommen, wenn das Bild auf einem Rahmen steht, der so dick ist, dann wird dann jemand kommen und sagen, das ist 3D, sorry, und dann ist das Bild nicht mehr, ist das geschützt. Und dadurch werden eigentlich Werke, die schon längstens in der Public Domain sind und die uns gehören, die mit öffentlichen Geldern akquiriert wurden und eigentlich zur Verfügung gestellt werden sollen, die werden privatisiert werden und zwar für immer und ewig, weil man das immer wieder von neuem machen kann, wenn der Schutz wieder ausläuft. Okay, das ist schon ein spannender Aspekt. Ja, also da könnte auch sehr gut das Public Domain sein. Wenn man den hätte, was ist das denn? Also diese, was ich am Anfang gesagt habe, ein Schutz der gemeinfreien Werke, die auf gemeinfrei bleiben. Was hier allerdings halt, also ich glaube, dass mit dem Bilderrahmen ist jetzt ein bisschen zu überspitzt, natürlich bei Statuen hätte man das Problem. Was ich halt trotzdem sehr interessant finde, ist, dass hier einfach jedes Foto zum Werk, zum urheberrechtlichen Werk ernannt wird. Und Urheberrecht dauert ja lebenslang plus die 70 Jahre. Während der, weil hier Deutschland und Österreich genannt worden sind, in Deutschland das, also das Bild recht viel kürzer ist. Das heißt, wir geben ja eine wirklich sehr, sehr lange Schutzdauer auf jeden Schnappschuss. Also das scheint mir nicht sehr balanciert zu sein. Okay, also das vielleicht okay, aber es ist selten, ja. Da muss ich jetzt auch widersprechen, weil die Schutzfrist ist hier anders geregelt als bei den anderen Urheberrechten als 58 Jahre. Wir haben hier eine Harmonisierung zum Lichtbildschutz in Deutschland und Österreich. Also es geht nicht so lange, es geht gleich lange in Deutschland auch. Und also was mich noch beschäftigt, jetzt in Deutschland als Beispiel, sind diese Abmahnungen. Und Sie haben auch gesagt, es sei in der Schweiz keine Gefahr. Wie kommt das? Ist es so, dass die vorprozessuale Kosten überwälzen können? Das heißt, wenn Sie jetzt Anwalt sind und dann schreiben Sie und dann können Sie eben sagen, also müssen Sie unterschreiben, das kostet so viel. Und das heißt, es ist gesellschaftsgeschäftlich interessant. In der Schweiz können Sie diese vorprozessualen Kosten nicht überwälzen. Also Sie haben die ganzen Aufwand, aber keinen Ertrag. Ja. Da will ich schon noch gerne ein bisschen so die Kassenstutz sehen, oder? Klar ist das nicht legal, aber trotzdem wird es gemacht. Und mit diesen Abmahnungen, sie dürfen ja auch nicht die Kosten der Betreibung oder die Kosten, die sie in Kassenfirmen haben, dürfen sie theoretisch auch nicht abrechnen. Sie machen es aber trotzdem und die Kunden bezahlen es. Also wie sehen Sie da das Risiko, dass sie trotzdem diese Abmahnungen kommen und wegen nicht bilden? Also da bin ich nicht so überzeugt. Ja. Also ich möchte auch nochmal wiederholen, also Österreich kennt den Nichtbildschutz und kennt keine Abmahnwelle. Also ich glaube wirklich, dass das mit dem deutschen Recht zu tun hat und nicht mit dem Nichtbildschutz an sich. Und zweitens, also man wird dann zu gegebener Zeit, falls sich eine solche Abmahnwelle sehr unerwarteterweise doch zeigen würde, wieder Aufklärung und Information. Okay. Also vom Kinderaufstand. Gut, vielen Dank. Ich würde sagen, jetzt haben wir ziemlich intensiv zwei Themen diskutiert. Es gäbe noch viele weitere Themen. Ich würde sagen, wir starten zur Schlussrunde. Sachen, die aus Ihrer Sicht noch nicht gesagt wurden oder vielleicht auch aus dem Plenum
etwas, was Sie noch loswerden möchten an die Politikerinnen und Politiker, die hier anwesend sind? Also schaut in mein Publikum, was hätten Sie eigentlich noch gerne diskutiert? Vielleicht können wir es auch online oder wie auch immer nachholen. Was ist noch wichtig, andere Punkt beim Urheberrecht? Sagen Sie doch noch ein, zwei Themen. Was zum Beispiel das Video on Demand. Video on Demand, ja. Hätte man noch diskutieren können. Und was wäre Ihre Position in diesem Zusammenhang? Ich würde vielleicht einfach noch darauf aufmerksam machen, ich weiß nicht, da ist ein Kompromiss und so weiter, aber dass wir hier doch zumindest die Gefahr haben, dass am Schluss eben jemand doppelt zahlt. Steht anders im Gesetz, aber wir haben dort den Urheber, der das Recht weitergibt den Produzenten und dann weiter lizenziert. Das ist vorgelagert, dass da besteht irgendwo eine Gefahr, eine Doppelzahlung. Und dass jetzt die eine Seite noch am Text rumschrauben möchte und die Musik rausnehmen möchte, weil die offenbar so gut sonst läuft, aber das andere dann doch wieder in der vorherigen Werbung immer möchten, spricht auch nicht wirklich für diese Regelung. Also ich sage, die muss man sich noch einmal sehr genau überlegen, wie man die machen möchte. Und nicht nur gerade eins und allein, weil offenbar im Netflix mir ein Problem gestellt. Ja. Ach, sorry. Ja, das ist gerne. Also die Gefahr der Doppelbezahlung besteht wirklich definitiv nicht. Es geht ja nicht um dasselbe Substrat. Den Vertrag, den die Kulturschaffenden mit den Produzenten schließen, werden sie entschädigt für die Auswirkung, vor dieser VOD-Abgabe. Aber die Erträge, die bei den Anbietern, bei VOD-Anbietern generiert werden, die Erträge fließen nie zurück zu den Berechtigten. Deshalb wird es keine Doppelentschädigung geben. Das ist, das war immer das Verständnis, das ist man sich einig darüber, also die Gefahr besteht nicht. Und dass die Audiovisionsbranche anders funktioniert als die Musikbranche, das ist halt so. Bei der Musikbranche ist es tatsächlich so, dass dieser Geldfluss funktioniert, dass die Musikschaffenden auch von der Signal-Demand-Funktion profitieren. Und beim Audiovisionsbereich funktioniert es eben nicht, deshalb muss es halt unterschiedlich geregelt werden. Okay, vielen Dank. Darf ich das etwas sagen? Ja, das ist schön. Ich möchte an, dass ich Sie nach dem Sprechen, ich heiße Walter Bachmeister, ich bin nicht einverstanden mit der Analyse von Frau Weber, weil wir gehen davon aus, dass die heutige Formulierung genau zu dieser Doppelabgabe führt, die Sie zwar sagen, die steht nicht in der Absicht der Gesetzesregelung, aber wir bezahlen heute alle Urheberrechte an alle Beteiligten vollständig. Es kommt eine neue Abgabe dazu, die wird zusätzlich anfallen. Die wird nichts ändern an den bisherigen Abgaben, an den bisherigen Urheberrechtsberechtigten. Das heißt, wir werden das einfach schlicht doppelt bezahlen. Wir, bei uns, kommen genau zur gegenteiligen Analyse, wie Sie sie jetzt vorgestellt haben. Ich wollte es einfach aus unserer Sicht klarstellen. In diesem Punkt gibt es auf Sachebene offensichtlich völlig unterschiedliche Interpretationen über die Auswirkungen dieser neuen gesetzlichen Regelung. Ja, eine letzte Antwort und dann. Im Zeitpunkt, in welchem der Vertrag zwischen den Kulturschaffenden und den Produzenten abgeschlossen wird, ist zum Teil jetzt das Autorisierungsprodukt, das Filmwerk ist noch nicht fertiggestellt. Zu diesem Zeitpunkt weiß man noch gar nicht, ob es je einmal eine Vorgänge zu geben wird. Es sind Vereinbarungen, es werden Vereinbarungen darüber getroffen, wie die Entschädigung bei der Kinoauswertung laufen soll. Aber für diesen Bereich, das ist in aller Regel gar nicht eingeschlossen. Wenn es der Fall ist, ist es klar, dann wäre es eine zusätzliche Nutzung, ist es aber nicht. Ist es nicht, und dann muss ich auch noch etwas sagen, es ist ganz wichtig, ich habe es beim Eingangsvotum erwähnt und Frau Schumacher hat es auch gesagt, viele, also der Großteil der Schweizer VOD-Anbieter, die zahlen etwas für diese Nutzung über die Vergeltungsgesellschaften. Es sind eben diese ausländischen Gesellschaften, die nichts zahlen. Also es ist am Status quo für diejenigen Anbieter in der Schweiz, die sich
an die Regelungen halten, die mit den Verwertungsgesellschaften die Verträge abschließen, für die wird sich nichts ändern. Es wird tatsächlich für die Firmen, die bisher das Netflix bietet, ihre Produkte hier an, ohne etwas zu zahlen, erfahren. Da wird es tatsächlich neue Einnahmen geben. Aber dann ist es noch ein letztes Wort, dann ist es doch eine Regelung, bei der Schweizer Urheber indirekt abgestraft werden, weil Anbieter von Schweizer Inhalten weniger anbieten können, weil sie mehr pro Werk bezahlen müssen. Und internationale Urheber profitieren vielleicht indirekt über irgendwelche Ausschüttungsmechanismen, weil Werke von ihnen auf internationaler Plattform gezeigt werden. Ich sehe den Vorteil nicht für den Schweizer Platz, Medienplatz. Die Schweizer Richtlinie haben auch das Recht, dass wir hier auf Video- und Demand-Antworten genutzt werden, dass sie eine Entschädigung dafür bekommen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und ich glaube, dass sie diese Diskussion schon entschädigen. Das ist eine andere Sache. Wenn es von den Schweizer Fall die aber nicht von den Ausländischen. Das ist ja gerade das Problem. Ja, das ist eine sehr spannende Diskussion. Ich denke, die muss was noch unter Fachleuten weitergeführt werden. Warum Sie haben das erklärt, dass diese Verträge von den Produktionsfirmen zwar Kinoverwertung drin haben, weiß nicht, was die DVD-Verwertung ist, warum machen die dann nicht auch eine DVD-Verwertung? Das ist dann das Problem. So können die nicht einfach Verträge machen, wo sie ihre Robus bekommen. Mir kommt das irgendwie vor. Ich denke, man ist ein bisschen zu lazy, um das in Ordnung zu bringen, und dann macht man sich halt ein Gesetz, dass man das bekommt, muss man nicht mehr selber verhandeln, das ist ein bisschen weird, oder? Ja, also einfach ist es eben nicht, wie ich es vorhin gesagt habe, manchmal reißt man zum Teil noch gar nicht auf, dass überhaupt je so zu einer Frau die Auslösung ist, und kein großer Teil gar nicht ausgewechselt. Und dann ist es halt faktisch so, dass so wie jetzt das funktioniert, weil es sowieso viele Stationen gibt, sind die Erträge, die von der VOD-Auswertung gemacht werden, da ist der Einfluss an die Rechteinhaber da natürlich, das passiert nicht mehr. Gut, vielen Dank. Das war sehr spannend, die ganze Diskussion, aber wenn es gleich Thomas Beil das Wort überreichen für das Fazit und die Schlussfolgerungen und so weiter vorgehen und überhaupt. Vielen Dank euch auch alle, die da mitdiskutiert haben und trotzdem darfst du das Wort haben.